Motorola Moto G5 G Plus oder Motorola Moto G9 Plus, viele von euch schwanken zwischen den beiden Handys. Ein aufregender Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. In der Kategorie Design ist das Moto G5 G Plus mit 47 zu 44 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 16 Gramm leichter. 0,7 mm dünner. 4,1 mm schmaler. 2 mm kürzer. Und 13,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das Moto G5 G Plus haarscharf mit 44 zu 43 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 6% höhere Pixeldichte. 5% höhere Auflösung. Und Bildschirm ist immer an. Das Moto G9 Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 1,6% größere Bildschirmgröße. Und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. In der Kategorie Leistung gewinnt das Moto G9 Plus eindeutig mit 82 zu 59 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat NX-Bit. Hat dynamische Frequenzskalierung. Hat AES. Und hat Trustzone. Das Moto G5 G Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 0,7% schnellerer Prozessortakt. 4 GB mehr Arbeitsspeicher. 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße. 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. 2,1 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Und 38% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Moto G5 G Plus mit 75 zu 63 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. 1,5-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung. 16,7% bessere Qualität der Videoaufnahme. 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite. Hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung. Es hat einen manuellen Fokus. Hat eine Frontkamera mit 2 Linsen. Und hat einen vorderseitigen LED-Blitz. Das Moto G9 Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 21% mehr Megapixel der Hauptkamera. Und es speichert Fotos auch im Rohdatenformat. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Moto G5 G Plus eindeutig mit 94 zu 62 Punkten. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Im Bereich Akku ist das Moto G9 Plus mit 65 zu 63 Punkten sehr knapp vorne. Es gibt hier keine grundlegend abweichenden Produkteigenschaften. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Moto G5 G Plus sehr knapp mit 76 zu 74 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 1,5-fach schnellere Downloads. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version. Unterstützt 2 SIM-Karten. 40% schnellere Uploads. Und unterstützt 5G. Das Moto G9 Plus hat auch seine Stärke mit folgenden Vorteilen. Hat GPS. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Motorola Moto G5 G Plus das Motorola Moto G9 Plus mit 66 zu 61 Punkten knapp. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones.
Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.